Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Selector und ich begrüße euch herzlich zur neuen Manga-Review. Heute mit einem Titel, der vor ein paar Monaten so einen kleinen Mini-Hype hatte. Für das, was es war, hat es zumindest einen Hype. Also es war doch sehr, ich habe es relativ häufig gesehen. Und jetzt hatte ich auch eigentlich mal die Muße, es mir zu geben. Und zwar ist die Rede von Wie die Götter es wollen. Ein Einzelband, wo ich so viel Positives gehört habe. Und die Leute, die mich kennen, wissen, oh Gott, wenn ein Manga super viel Positives, super viele positive Resonanz bekommt, bin ich einfach ein bisschen skeptisch, weil ich schon oft genug enttäuscht wurde. Und gerade mit Einzelbänden, Einzelbände können geil sein, können aber auch richtig in die Hose gehen. Und ob es sich bei Wie die Götter es wollen um einen Hit oder einen totalen Reinfall handelt, klären wir gleich erstmal. Worum dreht es sich denn in Wie die Götter es wollen? Im Wesentlichen spielt das Ganze, also dreht sich das Ganze um vier Götter, Gottheiten. Die Raihoshin. Diese vier Götter verkörpern unterschiedliche Sachen, zum Beispiel Trauer, Wut, Freude und ich glaube, der war Angst. Ich weiß gerade nicht mehr zu 100%. Und diese wurden früher halt verehrt und bekamen halt Feste. Und irgendwann haben sie gedacht, nee, alle Feste sind uns zu ehren. Und sie haben die Angewohnheit, sich einen Menschen auszusuchen und diesem eine Gabe zu geben. Diese Gabe kann zum Beispiel so etwas sein wie, hey, bis zum Ende des Fests bist du in einer Zeitschleife gefangen. Sowas halt zum Beispiel. Und im Wesentlichen geht es sich eben in dieser Kurzgeschichtensammlung um diese vier Götter, wie sie fünf Menschen aufsuchen und ihnen jeweils eine gewisse Gabe zur Verfügung stellen. Und so eben die Menschen anfangen, sich zu offenbaren. Und ja, zu den Grundinformationen. Die Story stammt von Hiro Aki Iwaki, die Zeichnung von Nanashi Uematsu. Das basiert so gesehen auf einem freaking Lied. Ohne Scheiße, das basiert so gesehen auf einer Band, die hat ein Lied gemacht oder sie hatte ein Lied zu, so, oder der Manga war irgendwie inspiriert von der Band und die Band hat daraufhin dann, ich weiß es gerade nicht mehr genau, man findet auch relativ wenig Infos diesbezüglich. Es ist bei Tokyopop erschienen für 10 Euro, auch wenn meine Oma, die mir da den Band geschenkt hat, versucht hat, den Preis durchzustreichen. Weil sie nicht wusste, dass es sowas wie Buchpreisbindung gibt, aber gut. Ist schon eine Süße, die Oma. Ist im Taschenbuchformat mit Farbseite. Warte, wo ist die Farbseite? Da. Und es kostet halt 10 Euro, weil ihr seht schon, der Band ist dicker mit 356 Seiten und es wurde noch übersetzt von Joseph Chanel. Möge in Frieden ruhen. Und ja, zur Rezension. Das Ding ist besser, als es eigentlich jedes Recht hätte. Ich meine, es basiert auf einem Song. Und gerade da denkst du dann oft so, ja, okay, mal abwarten. Und so viel kann ich sagen, es ist für mich ein Paradebeispiel, wie eine freaking Kurzgeschichtensammlung sein soll. Ich werde in dieser Rezension jetzt nicht auf jede einzelne Kurzgeschichte eingehen. Ich werde sogar relativ wenig Worte diesbezüglich verlieren, weil ich finde, die Kurzgeschichten sollte jeder für sich selbst erleben. Ich sag nur so viel. In diesen doch relativ kurzen Geschichten steckt mehr Tiefgang in den Charakteren als, keine Ahnung, nach so manchen 20 Bände oder noch mehr. Wirklich, das Ding ist in meinen Augen so ein bisschen, es fängt die Essenz des Menschseins an. Es zeigt wirklich auf wunderschöne Art und Weise, gerade bei der Geschichte von ihm hier, die Grausamkeit der Menschen und doch wie schön die Menschen sein können. Und es ist irgendwie lebensbejahend und ja, das Leben hat so viel zu bieten und gleichzeitig grausam realistisch und zeigt, Menschen können halt auch wirklich Abfall sein. Und auch, hey, ein Mensch ändert sich nicht mal eben so und die Vergangenheit kannst du nicht mal eben so korrigieren. Letzten Endes, all unsere Taten haben Folgen und manchmal ist es auch eben nicht getan, einfach mit nur einem, es tut mir leid. Dieser Manga hat so viel Tiefgang.
Und das Ganze wird halt mit einem Artwork untermalt, wo wahrscheinlich die meisten von euch auf den ersten Blick sagen würden, ja, ist okay, nichts weltbewegendes. Jedoch, wenn ihr es dann lest, dann realisiert ihr, oh mein Gott, Nanashi Uematsu hat eindeutig verstanden, wie das Medium Manga zu nutzen ist. Es hat so viel mit dem Visuellen gearbeitet. Es hat einen 1A-Lesefluss und du willst den Manga auch nicht aus der Hand legen. Und dazu muss man halt auch einfach sagen, die Ryoshin. Schaut sie euch an. Das sind so fucking geile Designs. Also wirklich, jeder dieser Ryoshin, der eine andere Emotion mehr oder weniger verkörpert, hat so viel Persönlichkeit und Charisma. Allein, komm mal, schaut euch mal die Seite an. Wie geil sieht das bitte aus? Ach, ich liebe es. Ich liebe es. Und ich finde es traurig, dass das nur ein Einzelband ist, weil eine längere Reihe, wo einfach immer wieder diese Art Kurzgeschichten aufgegriffen werden, mal mit Happy End, mal mit bitterem End, das wäre schon hart geil. So ein bisschen halt wie Mushishi, halt Kurzgeschichten, die irgendwas immer miteinander verbindet, in dem Fall halt die Ryoshin. Das wäre so unfassbar geil, aber leider Gottes ist es so gesehen nur ein Einzelband. Aber dafür ist dieser Einzelband richtig, richtig geil. Ich bin ehrlich, ich ging hier wirklich mit einer gewissen kritischen Haltung ran, weil es super beliebt ist und da denke ich mir halt, wie gesagt, so oft, oh Gott, ich weiß ja nicht. Jedoch als Fazit, doch hier weiß ich's, das Ding ist geil, es ist richtig, richtig geil. Wenn ihr auf der Suche seid nach einem der wahrscheinlich besten Einzelbände, die wir derzeit auf dem deutschen Markt haben, dann bitte lest, wie die Götter es wollen. Tokyo Pop hat so ein gutes Händchen manchmal, was Einzelbände angeht. Auch damals hier mit My Capricorn Friend, dem hatte ich ja auch in den Himmel gelobt, weil ich es so geil finde. Und auch wie die Götter es wollen. Es ist für mich einfach easy eine 10. So gut das Menschsein eingefangen. Mit einigen noch sehr fiesen Twists. Oh, einfach geil. Wirklich. Ich lieb's. Und ich finde es schon fast schade, dass ich es jetzt erst gelesen habe. Aber so viel zu mir. Habt ihr, wie die Götter es wollen, gelesen? Wenn ja, wie fandet ihr, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten, falls ihr es noch nicht gelesen habt, nachholen. Wirklich, die 10 Euro könntet ihr nicht besser investieren. Zumindest in ein Einzelband. Das ist einfach geil. Und ja, so viel dazu. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Über ein Abo sowieso. Und zum Beispiel, vielen Dank fürs Zusehen. Und tschö.